Hi, super cool, dass du hier gelandet bist. Mittlerweile haben wir schon über 100 Abonnenten und wir wollen heute direkt in das Thema einsteigen. Du kannst das tollste, beste Produkt haben, die tollste, beste Dienstleistung haben. Wenn du nicht in der Lage bist, Marketing zu betreiben, dann ist das scheißegal und du wirst in Zukunft nicht mehr damit überleben können. Harte Worte, aber ich will versuchen, das ein bisschen zu erklären. Wie war sozusagen der lokale Dienstleistung oder der lokale Fahrradladen, der lokale Einzelhändler die letzten Jahre aufgestellt? Und kann ich an Fitbikes erklären. Fitbikes entstand ja aus einem anderen Fahrgeschäft in der Julisburgstraße 34. Und als ich früher in diesem Fahrgeschäft war, habe ich morgens die Tür aufgemacht und das Fenster aufgemacht, habe rausgeschaut, ja, hier rausgeschaut, blauer, strahlender, blauer Himmel, war normal ein gutes Zeichen. Bin ich voller Euphorie in den Laden reingefahren und dann war auch echt sehr, sehr viel los und eine Stunde wieder gar nichts los, und schon wieder viel los, und schon wieder gar nichts los. Das war sehr wellenartig. Und aber es hat immer irgendwie so ein bisschen funktioniert. Im Winter ganz wenig, im Sommer ganz viel, sehr wellenartig, Saisonalgeschäft. Und so funktionieren ganz, ganz viele Geschäfte heute noch. Die warten einfach, bis ein Kunde reinkommt. Und das hat, glaube ich, früher auch einfach so funktioniert. Warum? Bevor es kein Internet gab, gab es ja nur eine sehr regionale, örtliche, begrenzte Bekanntheit. Das heißt, wenn du ein Fahrrad gebraucht hast, dann bist du halt zu deinem nächstgelegenen Fahrradladen gegangen und wusstest auch nur von dem, vielleicht auch von zwei, drei anderen, aber viel mehr gab es halt nicht. Heute schaut die Welt völlig anders aus und vor allem die nachfolgende Generation, die wächst ganz anders auf. Sprich, heute, wenn ich jetzt etwas kaufen möchte, dann frage ich ja seltenerweise irgendjemand anderen, wo kann ich damit hingehen, sondern normalerweise gehe ich hier in mein lokales Gerät, in meinen eigenen Computer, in mein Handy rein und schaue, okay, ich suche das und das, wo kann ich das finden? Und wenn du dann nicht auftauchst, wenn du dann nicht überzeugst, dann existierst du einfach nicht. Ja? Und deswegen kann man sagen, okay, heutige Generation und die ältere Generation, die fragen vielleicht noch, die schauen ins Telefonbuch, die schauen auch in ihre Zeitung oder so rein. Aber wenn man sich die Nachfolgegeneration anschaut, die wächst damit auf. Die wächst so auf, dass sie das nur das Digitale kennt. Das heißt, die nachfolgende Generation wird nicht mehr anders sich informieren. Das heißt, wenn du kein digitales Marketing machst, dann bist du einfach nicht existent mit einem lokalen Dienstleistungsgeschäft. So, was haben wir jetzt bei Fitbikes anders gemacht und wie war auch unser Wachstum so möglich? Wir waren ein komplett lokal orientiertes Geschäft. Wir haben null Werbung gemacht. Wir waren komplett darauf abhängig, dass uns irgendjemand irgendwie erkennt und oder irgendwie findet. Und das war eigentlich strange, weil der Laden, der Standardladen, der war in einer Sackgasse oder ist in einer Sackgasse, wo du nicht einfach mal so vorbeikommst, sondern wo du wirklich gezielt hingehen musst. Okay, was haben wir da gemacht? Wir haben ganz, ganz viel versucht, digitale Werbung über Facebook oder über YouTube, über Google zu machen. Und irgendwann sind wir auf YouTube gestolpert. Und bei YouTube haben wir sozusagen die Chance gehabt, eine Nische zu besetzen, die es vorher nicht gab oder sehr, sehr, sehr wenig gab. Es gab ein paar YouTube-Kanäle zum Thema Fahrrad. Aber es gab nicht so viel. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt halt YouTube. Warum? Weil dort sozusagen nach Problemen gesucht wird. Jemand hat ein Problem und sucht nach einer Lösung. Und wir präsentieren dort eine Lösung. Und das hat perfekt funktioniert. Und ich kann dir, wenn du ein lokales Geschäft hast, nur raten, dich mit diesem Thema komplett auseinanderzusetzen und auch wirklich selbst zu machen. Ja, man kann das nicht outsourcen, wir haben das mehrfach versucht, sondern es muss eine Sache sein, die dein Laden selber beherrschen kann. Und wir bieten gerne an, dass wir uns gemeinsam dein Social Media anschauen. Also wenn du ein lokales Geschäft hast und du keinen Einzelhandel hast, dann lass uns gemeinsam eine Social Media Strategie erarbeiten. Lass uns gemeinsam anschauen, erstmal Standpunkt A, ja, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin? Und Standpunkt B dann, okay, wie kann man da hinkommen? Ja, und dann kannst du alleine umsetzen und uns gemeinsam, das kann man gucken. Aber die Strategie, die wir hier bei Fitbike verwendet haben, die uns geholfen hat, von einem Laden auf 20 Läden in nur 2 Jahren zu kommen, die können wir auf jedem lokalen Laden, auf jedem lokalen Dienstleister anwenden. Ist überhaupt kein Thema. Und du musst es auf jeden Fall machen. Wenn du es nicht mit uns machst, mach es auf jeden Fall. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, dass du für deinen lokalen Laden eine digitale Marketingstrategie erarbeitest. Sonst wird das noch schwerer, als es momentan eh schon ist. Also ja, der Kanal ist neu. Ich muss mich noch ein bisschen eingrooven, ehrlich. Ja, das Ganze nehme ich jetzt gerade am Laptop auf. Es wird in diesem Kanal weiter um das Thema Unternehmer, Selbstständigkeit, über den Weg von Fitbikes, über meinen Weg gehen. Das ist also für alle interessant, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen. Schreibt gerne das unten in die Kommentare rein, was für Fragen ihr habt.
Erkenntnisse, Dinge, die euch auffallen, und da machen wir weitere Videos dazu. Hier wird es nicht um Fahrräder gehen. Fahrräder von meinem eigenen Kanal, ja, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Deswegen, hier geht es um ein ganz anderes Thema. Und wenn du ein Selbstständiger bist oder Selbstständige bist mit einem lokalen Geschäftsmodell, dann melde dich gerne bei uns. Einfach unter dem Video auf den Link draufklicken und lass uns gemeinsam schauen, dass wir hier auch eine Strategie anwenden können, die funktioniert.